Hallo und herzlich willkommen zurück auf der schönen Seite der Dunkelheit. Willkommen zurück zu Little Nightmares. Ja, zu den kleinen Albträumen, die gar nicht mal so klein sind. Ja, so stimmt, wie ich es mir zurechtgelegt habe. Mir sind ja bei der Bearbeitung noch so ein paar Dinge aufgefallen, die ihr auch erwähnt habt in den Kommentaren. Angehen, hier ist doch ein riesiger Abgrund. Nicht, dass ich gerade entlang komme. Beziehungsweise auch nicht, dass ich hier entlang gehen soll. Ja, wie zum Beispiel, euch ist aufgefallen, beziehungsweise dem Peter ist aufgefallen, der die Gegner immer mit besonders langen Armen oder auch großen. Das war mir auch schon aufgefallen. Ja, dass es eben bei kleinen, generell bei Kindern so ist, dass das ist, was bei Übergriffen am ehesten auffällt. Würde hier meine Theorie passen. Was mir bei den Gegnern tatsächlich noch aufgefallen ist, ist, dass zumindest bei dem einen, das war ja, glaube ich, bis. Der auch durchs Schlafzimmer geschlichen ist. Und was mir da aufgefallen ist, möchte ich gerade nochmal auf meinen, naja, auf die Freudsche Logik eingehen. Auf das Instanzenmodell. Dass es ja in Albträumen so ist. In der Regel, da ja immer die drei Instanzen, das Es, das Ich und das Über-Ich gibt, was hier im Grunde immer auf jeden Traum praktisch. Im Grunde werden im Traum auch nur die eigenen Charakterzüge und Empfindungen dargestellt, nie irgendjemand anderes. Wenn eine andere Person drin vorkommt, und geht es darin nur um einen selbst. Wenn andere Personen drin vorkommen, stehen die im Grunde nur stellvertretend. Denke, das ist ganz wichtig zu wissen, bevor ich drauf eingehe. Aufgefallen ist bei dem Gegner. Nämlich, dass man weder Augen sieht bei ihm, dass er auch einen Mundschutz trägt. Was für mich so ein bisschen bedeutet, gerade dass er einen Mundschutz trägt, dass Six wohl, ja, etwas hat, worüber sie nicht sprechen kann oder nicht sprechen möchte. Und? Ah, wir können schwingen und sprechen. Nicht sprechen kann, nicht sprechen möchte. Dass sie keine Augen, Gegner keine Augen hat, im Grunde auch bedeutet für mich, ja, im Grunde so ein bisschen die Augen verschließt. Sie sagt, im Grunde sagt, ich mache die Augen zu und ich rede nicht. Augen zu, Mund zu und lass es einfach über mich ergehen. Passt eben auch zu der Theorie mit den. Auch vor allem, wenn tatsächlich die neuen Liebhaber auch so ein bisschen darstellen soll. Was aber tatsächlich auch nicht sein muss. Nämlich das Ganze nochmal, wie gesagt, bei der Bearbeitung angeschaut. Fand ich super. Und ja. Fand es ja schon während der Aufnahme ein bisschen seltsam, dass Six einfach das Essen angenommen hat. Gut, ja, sie ist am Verhungern, aber eigentlich
sollte man ja nicht einmal von fremden Menschen Essen annehmen. Dran ist. Dass sie es gerade doch tut. Zeigt ja eigentlich nur, wie verzweifelt sie ist, wie viel Hunger hat. Während für mich aber der Hunger den Six hat, so ein bisschen auch nur stellvertretend. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Moment. Ich aushole. Ich möchte jetzt erstmal klarstellen, was ich hier zu tun habe. Oder? Die kleinen Mädchen ein, die entweder schon tot sind. Oder nur bewusstlos und hängt sie an den Haken. Frage wäre nun mal, hängt da sie dran auf, nur am Stoff oder auch am Fleisch? Wen hängt er sie auf? Tatsächlich das Erste, was mir aufgefallen ist, eingefallen ist, als ich diese Rolle gesehen habe, von wo er das Papier abnimmt. Hier. Also im Kaufhaus. Wenn man sich die Sachen als Geschenk einpacken lässt, praktisch. Nun, wem schenkst du die kleinen Mädchen? Was steht das? Müssen wir überhaupt tun? Einmal vorbeirennen? Lass ihn noch mal reingreifen. Versuch's dann vielleicht mit vorbeischleichen. Dann dürfte vielleicht zu viel Aufmerksamkeit erregen. Er riecht uns? Wie kann der uns riechen, ne? Gott. Nein. Ben? Ben da rein. Geh da durch. Ganz weit weg. Oh mein Gott, er verfolgt uns. Dann, oh mein Gott. Können wir hier tun? Hätten wir hier tun können. Mit die Luke irgendwie öffnen. Bin gar nichts vorbei. Will schleichen, weil er uns riecht. Thank you.
Nein. Wir müssen die Kurbel nehmen. Oh mein Gott. Kann ich mit der Kurbel rennen, oder? Glaube, das ging nicht. Sorge, Six, das hast du nur geträumt. Du rutschst halt am Tor vorbei. Kann ich hier hoch? Bringt mir das hier hochzuklettern? Nein, mich kriegt er trotzdem. Ich weiß, ich brauche die Kurbel und ich weiß, ich muss wohl die Luke öffnen. Alles doch zu schnell. Lügen haben kurze Beine, Wenn du mal gesagt haben. Was? Warum hast du mich jetzt direkt bekommen? Ekelhafter Ekeltyp. Der ist wirklich fies. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Wenn ich sie direkt nehmen kann, direkt reinstecken. Dauert es trotzdem zu lange. Ich kann mit der Kurbel nicht rennen. Das sind viel zu lange Arme. Lass den Griffel doch mal bei dir. Ekeltyp. Hoch mit dir! Okay, sie geht nicht weiter hoch. Ganz viel Müll. Kannst mich gar nicht riechen, so viel Müll ist hier. Ach, Mai. Warum kann die mich überhaupt riechen, wenn hier so viel Scheiße liegt? Geh einfach weg. Okay.
Scheint funktioniert zu haben. Wegrennen und verstecken. Das hörte. Nein! Lass los! Warum hast du nicht losgelassen, Mädchen? Wie blöd kann man bitte sein? Ja, ganz ruhig. Wir wissen immerhin, was wir zu tun haben. Man sollte kein kleines Mädchen anschreien. Nur eine Spielfigur. Ich weiß nur nicht, ob das wieder funktioniert. Liegen hier überhaupt überall Schuhe? Muss auch wieder irgendwas bedeuten. Wenn hier überall Schuhe liegen. Okay. Machen wir es richtig, ja? Eine. Rennen. Nicht, der streckt hier gleich seine Hand rein. Lang genug wäre sein Arm mehr wahrscheinlich, theoretisch. Zwischenspeichern. Genau, worauf war ich, bevor ich überlegt habe, wen der Kerl uns wohl schenken will? Hunger, Hunger, Six Hunger. Der für mich irgendwie eher stellvertretend ist. Na gut, was habt ihr bitte mit Schuhen? Jetzt sehr, sehr gerne, wofür Schuh in Träumen stehen. Nicht. Bevor ich hier runterspringen bin, hier hat irgendwas passiert. Hunger, stellvertretend. Da muss ich ein bisschen weit ausholen, weil wir als Kind. Also, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber das war immer eine Überlegung von mir. Ja. Essen ist ja im Grunde gleichbedeutend für viele. Wahrscheinlich auch, weil wir als Kind Muttermilch haben wir zu uns bekommen, war ja nicht nur Nahrung, war ja auch eine Art von Zuwendung, das für viele im Grunde Nahrungsaufnahme gleichbesetzt werden kann mit Zuwendung. Zuwendung erhalten. Six Hunger, für mich eher stellvertretend für den Hunger nach Zuwendung. Und dass sie im Grunde hingeht und einfach das Fleisch oder was auch immer vorgesetzt bekommen hat, angenommen hat, ohne zu hinterfragen, weil sie so verzweifelt war, ist für mich eher so eine Sache, dass sie wahrscheinlich losgegangen ist und Zuwendung sich geholt hat, wo sie sie halt gerade bekommen hat. Und naja, der Kerl mit den langen Fingern und langen Händen hat das halt ja
genutzt, um sie gefangen zu nehmen. Naja, offenbar. Gerade wirkte das so, als würde er sie verpacken und weiter verschenken. Genau. Eingehen, worauf das hindeutet. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Auf jeden Fall denke ich mir. Wüsste ich, wie gesagt, gerne, wofür Schuhe stehen und warum das alles Herrenschuhe sind? Gut, warum es Herrenschuhe sind? Könnte ich mir durchaus vorstellen. In Bezug auf die andere Theorie, die ich ja habe. Weil ich ja natürlich dazu sagen muss, es sind alles Theorien. Ich bin keine Psychologin oder Analytikerin. Ein Meer aus Herrenschuhen. BTF, krabbel bitte ein bisschen schneller. Ist das? Ein Monster ist das denn jetzt? Jetzt gleich erfahren, was das für ein Monster ist. Sinken einfach nur in den Schuhen. Auch logisch ist. Das halt einfach überhand genommen mit den Männern. Da fällt mir jetzt auch kein blöder Spruch zu ein, von wegen, du sollst es doch mit den Männern nicht übertreiben. Einfach ernst in dem. Ängsten amüsant. Die Dinger kommen immer aus verschiedenen Richtungen. Nicht irgendwie dafür sorgen, dass der Eimer auf das Ding da drauf fällt? Badezimmer da drüben. Oh, da springt Staditz auch da. Im Grunde wartet das nur darauf, dass wir darüber rennen. Irgendwas musste einmal ja da sein. Ja, da bist du nicht schnell genug geklettert, Klein. Jetzt kam das Ding auch plötzlich wieder aus einer anderen Richtung. Stuhl da hinten irgendwas machen. Ist nur Deko. Vielleicht gar nicht auf den zweiten.
Koffer draufklettern? Bin mir nicht sicher. Wir den nicht vielleicht einfach auslassen sollten. Das Ding jetzt kommt, wir brauchen zu lange. Nee, hat funktioniert. Wir haben es gegen den Koffer lenken können. Dachte, jetzt wären wir schon am Ziel, aber sind wir nicht. Wir sind noch nach da hinten. Vielleicht dürfen wir gar keine Zwischenstation machen. Nämlich auch sein. Fängt direkt da vorne an. Würde Sinn ergeben, wenn wir keine Zwischenstationen machen dürfen. Six hat ja wohl auch nicht die Möglichkeit gehabt, im realen Leben irgendwo zwischenzuhalten. Tun wir es einfach mal. War wohl nichts. Traurig, allein. Die Geschichte an sich wäre schon traurig. Selbst die Ratten haben sich erhängt. Die hatten auch keinen Bock. Geschichte alleine wäre schon traurig. Aber dass die Kleine das alles erleben muss in dem Alter, in dem sie ist. Sammeln. Wir tun. Können wir hier in dem Raum irgendwas machen? Können wir hier irgendwas machen? Können wir nicht so eine Falle mitnehmen und die dem dann mit den langen Armen bzw. langen Händen vor die legen? Würde jetzt aber erstmal sagen, wir machen für diese Folge hier Schluss. Die Folge hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein. Bis dann. Tschüss.